Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Royal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir für Kate eine Heilung beschaffen im Ward 95 und wir machen jetzt mal etwas mit der Hauptstory weiter. Da müssen wir uns mit Nick irgendwie an einen Ort treffen, der gar nicht so weit entfernt ist von irgendwas, was ich noch nicht erkundet habe. Also, ja, da kommen wir locker hin. Sehr gut. Ich tue mich jetzt gerade zu diesem Friedhof hinporten. Ja, genau den. Aua. Was willst du denn? Und ja, ich habe Strong mal mitgenommen, weil. Warum nicht? Nehmen wir die Achterkugel mit. So. Oh, meine Strahlung ist wieder sehr schön. Okay. Boah. Gerade beginnt die Aufnahme, mir tut irgendwie wieder was weh. Das gibt's nicht. Okay, ja, ich habe mal Strong mitgenommen, ne? Weil für den müssen wir auch Beziehungen und so sammeln. Apropos, ich glaube, der wollte mit mir reden. Also, so sehen übrigens die Dingens aus, die Supermutantenrüstung, vollkommen bescheuert. Weißt du, die Hose sieht genauso aus, wie sie auch in der Vorschau aussieht, aber dann kriegt er hier nur Ketten, halt. Hey, Voll Moment. bescheuert. Strong, warte. Strong lernen neues Ja, das sagt er Wort. mir die ganze Zeit. Strong lernen Respekt. Respekt Respekt ist ist gut. ein gutes Wort. Strong, Respekt, Mensch. Mensch kämpfen gut. Mensch helfen Strong. Supermutanten seien Brüder. Brüder alles teilen. Nicht besitzen wie Menschen. Mensch teilen wie Bruder. Supermutanten kämpfen, töten, nicht reden. Mensch töten, nicht reden. Mensch, sein guter Supermutant. Okay. Keine Umarmungen. Du bist ein Idiot. Danke, Strong. Ich respektiere dich auch. Na Wenn du klar, die Klappe hältst. Strong sein stark. Hey. So, jetzt gucke ich das mal an. Warum hast du Patronen? Diese Mega-Armor, die ich erstellt habe. Chance auf 20% Verkrüppelung des Beines des Gegners. Das er geht auf die Leute los, haut ihnen die Kniescheiben kaputt und dann sind zu langsam mir hinterher drin. So, sie sehen die Klamotten aus. Hier, Supermutanten-Harnisch. Warum sieht das so aus? Ja, ich habe niemanden anderen, der die Sachen tragen kann, außer einen Supermutanten, also gebe ich auch ihnen die Sachen. Und ich darf keine Schlösser öffnen, wenn er in der Nähe ist. Ich will mal nach der Gurney Burying Ground entstanden. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, ne? Wenn ich könnte, ja, dann noch mal lesen. Ich darf keinen Schlösser mit den knacken, weil jedes Mal, wenn ich ein Schloss öffne, tut der nicht zustimmen. Also offscreen erkunden gilt nicht. Und da sind Supermutanten, geh weg. Ich habe mal Concord noch mal. Ich sollte mal vielleicht einen Redaway einsetzen. Ich habe mal Concord hier noch mal erkundet. Ist ja die Stadt, die wir ganz, ganz am Anfang waren. Und da sind wohl alle Sachen wieder aufgestockt worden in den Truhen und so. Ja, da habe ich natürlich alles geöffnet und er hat natürlich nie zugestimmt. Wo rennt der hin? Hi. Was soll der Scheiß? Wer ist da? Oh Was gehört? Gott. Sterb endlich! Puff. Und hier verabschiede ich mich. Na, Munition. Ja. Wo ist Strong? Da können wir jetzt mal helfen. Vielleicht noch aufs mal. Ich habe mir mal einen Fatman gekauft. In Diamond City, den Big Boy. Und den möchte ich auch, du gehst da face hin. Hey. Komm schon. Ich werde hier weggeschoben. Ich stecke jetzt nicht schon wieder fest, oder? Oh man, Strong ist schon kaputt. Tut ja gerade die Dings alle kaputt hauen, die. Das Malicious, ja, nehmen wir das mal wieder. Nee, damit treffe ich nicht so gut. Der kommt da oben hin, was? Ah!
mehr habe ich gesagt. Ja, ist immer noch auf Überleben das Spiel, deswegen dauert das jetzt so lange. Was? Und jetzt nehmen wir erstmal die Gegner. Sehr ehrenhafte Toastpose. Ist der wesentlich mit Würde gestorben? Ja. Raider DL Ender. Okay. Ja, das war natürlich wieder ein guter Einstieg. Nicht brauchen Sachen. Wir nehmen. Jetzt zum Glück tut er beim Plündern nicht irgendwie daneben nicht zustimmen. Was haben wir denn hier noch? War ja nicht unter Strong. Ein Aufzug, okay. Ja, ich weiß, wir haben eine Mission, aber ich mache natürlich erstmal alles andere. Na, dann komm mal her. Geht's da nach oben? Nach unten, okay. In den Keller oder einfach nur ins Erdgeschoss? Oh, wir sind sogar hier richtig. Gut. Jetzt nicht gedacht. So. Ich nehme an, das ist jetzt hier, falls man das nicht aufschließen könnte oder so. Soll ja Leute die geben, die ja nicht Sachen aufschließen können. Dabei ist für mich Schlösser knacken irgendwie das Wichtigste im Moment. Weil je früher man das hat, desto eher kann man alles öffnen halt, ne? Macht doch Sinn. Rennstreckenwerbung. Ja, das haben wir ja schon mal gefunden. Bei der Rennstrecke. Wahrscheinlich wäre jetzt irgendwie auf der Karte ein Marker gewesen. Wenn ich das jetzt hier als erstes gefunden hätte. Bramenschädel, den brauche ich, um so Wanddekorationen aufzustellen. Das möchte ich natürlich. So, öffne dich. Und jetzt guck mal, wie Strong da nicht zustimmt. Wenn ich das hier geöffnet kriege. Das wär's. Strong hat das nicht gefallen. Ja, und da ich oft Schlösser öffne, wird ihm das noch eine ganze Weile nicht gefallen, habe ich das Gefühl. Mal noch eine? Ja. Ne, eine Flasche nur. Okay. Dann war es das hier? Ich glaube schon. Na, ach, der Kugel nehmen wir hier mit. Ich habe bei mir zu Hause einen Pooltisch aufgestellt und da muss ich ein paar Kugeln hinpacken. So, wo kommen wir hier hin? Finanzbezirk. Hey, da ist eine Kronkorkenmine, sehe ich gerade. Ne, eine Lunchbox. Ah. Ich sammle die trotzdem immer noch. Vielleicht bringen die ja was. Okay, Finanzbezirk. Gehen wir mal da rein. Wo ich glaube, hier sind wir noch nicht richtig. Das sagt einfach nur, du musst wieder draußen gehen, um dann zu deinem Ziel zu gehen. Irgendwie sowas. Na komm. Na komm. Menno. Vor allem, es gab gar keinen Ladebildschirm, als ich da reingegangen bin, ne? Zeit zum Sterben. Boah, ey. Mensch, Brüder, auch gut hinterschlagen. Ja, jetzt kann ich keinen Kritstoffer mehr machen. Oh, nein, hupsala. Falsche Richtung gedrückt. Ich wollte eigentlich nach Schwert holen. Ey, die Beine sind verkrüppelt, oder? Was war denn Stimpack benutzen? So, ich erinnere mich an diesen Ort hier. Hier ist nicht gut. Hier sind überall Supermutanten und deswegen möchte ich ja, wie möglich hier durch. Hilf mir Strong.
Zerschlag seine Beine. Da ist er stark. Weil wenig ich nur abziehe. Und dann kassiert er die Patronen, Munition, ein Erfahrungsmittel. Als das Wort für dich gesucht habe. So, komme ich hier rein. Ich so aus. Hier einmal noch rumgehen oder wie? Boah. Kann ich aber nicht. Oh. Geht weg. Boah, zwei von denen, ehrlich? Meine. Oh, ist gut, Mann. Ja, boah, guck dich mal an, wie viel Schaden der anrichtet, ne? Ist ja unnormal. Ja, Sintrüstung. Bin ich irgendwie in letzter Zeit viel zu oft, finde ich. Institutgewehr. Ja, das ist doch mal eine gute Waffe, finde ich. Ich mal wieder eine neue Waffe. So. Nur Institutpistole oder Gewehr, was auch immer das war. Habe ich nämlich noch nicht eine verbesserte Version von. Das muss ich hier so rum, ne? Ich muss doch hier rüber, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist wieder eine andere Autobahn jetzt hier. Das. Ah, das ist ein Affe. Ein Sturmgewehr einsacken. Wer wohnt denn hier? Niemand, ne? Was? Wo? Da. Ach so, da hinten. Ne, lass mal den mal. So, jetzt bin ich verwirrt. Wo muss ich hin? Da lang. Mein Gott, warum ist dieser Doktor, zu dem ich hin muss, an so einem gegnerverseuchten Ort? Wo muss ich hin? Hier hin muss ich. Aber da kann ich nicht rein. Wie komme ich denn da rein? Er sieht aus, als wäre so ein Gang. Hier ist eine Tür und bin ich einfach nur blöd. Bin schon wieder hier. Irgendwie von der Seite darüber kommen. Gibt's doch nicht. Wie soll ich denn da reinkommen? An den Ort erinnere ich mich noch. Ich hier so rein. Das wird ein guter Kampf. Nee, kein Kampf. Kampf ist böse. So. Frage ist nur, wo geht das hin? Nach oben oder nach unten? Oh, da kommen Gegner. Aber gut gemacht, Strong. Schaffst du das schon, Strong, du bist stark. Du hast alles mit einem Schlag weg. Wow. Das ist nach unten? Ich glaube, ich gehe aber irgendwie richtig. Und jetzt? Lassen Menschenschrott liegen. Sei nutzlos. Nein. So. Das ist da. Komme ich da irgendwie so durch die Autobahn hin? Das ist der Nachteil, wenn ja alles so kaputt ist. Ne? Man weiß nicht genau, was hier im Weg sein soll und was nicht. Jetzt bin ich schon mal hier oben, also. Gucken wir mal hier oben, was hier ist. Wenn ich mich vom Ziel her weit entfernt bewege. Gartenterrasse. Ja, ich kann mich zur Not hier irgendwann nicht importen.
weiß, ich entferne mich vom Ziel. Aber lasst mich. Guck mal, wie weit die Autobahn noch geht, ey. Nee. Lass mal das. Ja, gut, dass man ja über so Autobahnen gehen kann, das hat irgendwie was. So, jetzt noch gucken, wie ich da hinkomme. Zur Not springe ich irgendwie von oben da runter, wenn es sein muss. Hätte ich gesagt, es geht nach unten. Warum sind wir denn so weit oben? Der Aufzug. Okay, wir sind nach oben gelaufen, egal. So. Ui, strong. Vorsicht. Hä, hey, was? Der sagt mir jetzt hier 68 und da, was? So, willst du mich jetzt verarschen? Der hat auch gerade gesagt, das Ziel ist da. Kann ich hier drauf? Das sieht nicht so aus. Gehen wir mal hier rein. Commonwealth Bank. Oh, okay. Irgendwie jetzt nicht so. Okay. Oh nein! Hört sich jetzt mal nicht ein. Ich wollte mal meinen Fatman sehen. Ich habe noch alle meine Gliedmaßen, okay. Boah. Das Geile an diesem Fatman ist, den habe ich in Diamond City gekauft, ist, der kann zwei Mini-Atomen auf einmal abwerfen. Klingt jetzt vielleicht nicht so prickelnd, da ein Fatman allein schon viel Schaden macht, aber das Gute daran ist, man schießt zwar zwei ab, aber man verbraucht nur eine Munition. Und das ist geil. Und da Mini-Atombomben jetzt nicht so common sind, sag ich mal, ist da... Oh, ich hätte mich beinahe schon wieder geil. Ich will mal zu meiner Nahkampfwaffe wechseln und drücke aus irgendeinem Grund nach unten. So, benötigt Terminal, ja. Das ist so hier der Tresor, ne? Gehen wir mal da rein. Instant, keine Ahnung, was das bedeutet. Emergency. Apartment. Raus hier. Wieder rein. So geht's halt einfach schnell. Ich weiß, wie das System funktioniert, aber wenn ich jetzt so jedes Mal machen würde, dann wird jedes Terminal ewig dauern. Blasphemy. Eliminate. Eliminate. Nate. Intermediate. Also. Sehr gut. So. Öffnen. Jetzt gib mir Geld, gib mir viel Geld. Oh, guck ich da an. Boah. Sehr viel Geld, ey, oh geil. Oh, jetzt habe ich jetzt einen Ordner mitgenommen, verdammt. Eine Golduhr. Und mehr nicht. So, falls ich Hacken geskillt hätte und nicht Schlösser knacken, dann würde ich jetzt hier vom Tresor stehen. Geil. Das wär's. Oh, geil, geil. Schrotpatronen, sehr gut. Also Pistole weg damit. Und noch ein Safe. Aber dann hätte man hier einen bekommen können. Und verbesserte kann man, glaube ich, auch von Anfang an nicht öffnen, ne? Geschafft. Patronen, Golduhr. Hier Schrotpatronen, jetzt können wir wieder gut Schrotpatronen. Könnte ich theoretisch Strong hier reinpacken, sagen, ihr soll warten, dann das Terminal wieder schließen, dann sozusagen den Typen hier einsperren. Warum ist denn eine Spielzeugrakete? Warum wird die in so ein Tresor hier verschanzt?
Ich muss zugeben, ich habe irgendwie eine Wackelpuppe oder eine Zeitschrift erwartet, aber okay. Oh, hi. Einfach so, weil ich es kann. Shape. Shady. Nein. Shape, Shape, Shops. Bin drin. Ja. So, nicht angreifen. Ist hier noch weiter irgendwo? Ja. Leuchtpilz. So, da sind wir überall. Nur nicht meine Güte. Was ist denn hier alles noch verschlossen? Was für eine Toilette? Cool. Ist eine Toilette. So, jetzt sind wir mittlerweile überall gewesen, nur nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Weil ich den Weg nicht finde. Okay, sag mir zweimal, ich soll dahin, aber das sagt mir nur so, dass ich wieder raus soll, glaube ich. Ich finde den Ort aber auch nicht. Ich sehe immer, wie ich da hinkomme. Ich weiß, wo der ist, aber ich komme da nicht hin. Er ist ja in diese kleine Wand immer. Jetzt bin ich übrigens wieder unten. So auf dem Boden. Ich möchte schon irgendwie reinkommen. In die Story wieder. Also mach. Boah, die Ladebildschirme heute, ne? Wir haben es heute in sich. Komm schon! Na los, na los! Wow. Oh Gott. Ei, was geht? Ich hab schon hier. Zeder Baseballschläger, was? Das sind Zeder von Material. Oh Gott. Ich mit dem Schwert. Pff. Strong, danke. Was ist denn Nuka-Cola Quantum? Nuka-Cola, ganz viele Nuka-Colas. Ich bin schon wieder irgendwo hin. Ja, lass mal. Ach so, wäre ich rausgekommen auf der anderen Seite. Nimm ich an. Ach, kommst du jetzt nicht mehr raus, oder was? Doch. Alter, kommt mir direkt Raider vor der Nase. Ach, ich weiß, wo wir sind. Oh Gott, ich weiß, wo wir sind. So, Strong, ich hoffe, deine Beine sind kräftig. Weil ich werde jetzt hier durchrennen wie nichts, weil hier ist genau der Ort, wo diese ganz vielen Supermutanten sind. Die wahrscheinlich alle wieder gespawnt sind, oder? Ja, da sehe ich schon so ein Viech. Also, tschüss. War schön mit dir, Strong. So, ich will jetzt einfach nur das Gebiet finden, erstmal. Geht doch hier nicht. So. Wo ist denn das Ziel? Da ist schon wieder die Mauer. Nein. Wo ist es? Ach, hier bin ich. So, wie komme ich da drüber? Wenn es sein muss, glitsche ich mich hier ein bisschen. Wobei, hier, ich kann doch bestimmt auf den Reifen da stehen. Da, von da kann es irgendwie dahin. Wie kommt man dahin? So, ich bin jetzt immer die andere Seite gegangen. Also gehen wir mal jetzt von der Seite hier gucken. Also gehen wir so darum. Ja. Sind. Okay.
Wer hat euch denn fertig gemacht? Oh Gott, der hat so eine Aura. Hat so eine Aura um sich, der ist irgendwie legendär oder schon mutiert oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, ihr habt gegeneinander gekämpft, ne? Da komm ich auch nicht rüber. Mann, ich komme da nicht rüber. Hab's da nicht. Gehen wir wieder in die Richtung. Water Street Apartments. Ich glaube, da war ich schon mal drinne. Aber ich weiß nicht, wir versuchen hier die ganze Zeit den Ort zu finden, aber nicht vorankommen. Ich glaube, hier war ich schon. War, wo ich den vergifteten Wein und also was gefunden habe, ne? Also, Kühlschränke sind offen, alles ist leer. Ich glaube, hier war ich schon drin, ne? Ja. Glaube ich. Weil diese Typen irgendwie diesen Untergang so gefeiert haben und sich so mit Stil töten lassen wollten. Irgendwie sowas. Na komm, ich möchte wenigstens vor der Tür heute noch kommen. Was schafft man, glaube ich, nicht. Ja, vor allem in den Ladezeiten, wenn ich die Weltkarte betrete, aus irgendeinem Grund so riesig wieder sind. Okay. Dann. Meine Güte, mach hin, bitte. Glaube ich, beende Part hier. Boah, das ist jetzt meine Minute gleich. Ist nicht auf einmal los. Gut. Beende ich den Part hier und wir suchen dann in der nächsten Folge weiter. Wie auch immer wieder hinkommen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.